Da müssen wir noch viel schneiden. Was habe ich hier noch liegen? Der radikale Konstruktivismus. Ja, genau. Den habe ich auch ein bisschen lieblos abgehandelt. Das ist auch eine der Glaubensrichtungen, denen ich mich unterschreiben könnte. Das leuchtet mir sehr gut ein. Das, was der Watzlawick da vor allen Dingen darüber sagt und schreibt, obwohl er den ja gar nicht erfunden hat, den radikalen Konstruktivismus. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die E-Seite das wirklich nochmal mitmacht. So, jetzt gleich kommt der Punkt, wo es andersrum geht. So, jetzt stramm ziehen. Tradi-tada, tradi-tada. Was ein langweiliger Auftritt hier. Geht das drüber? Ja. Ja, ich habe ja auch Hölzchen auf Stöckchen mir jetzt ein paar Tage Urlaub genommen. Die Europameisterschaft, die ich so freudig begrüßt habe, die wurde ja dann doch auch wieder relativ schnell uninteressant, weil die Knaben mal wieder nicht geliefert haben, die deutschen Knaben heute Abend, Italien, Spanien. Sicher ein interessantes Spiel, aber ohne deutsche Beteiligung ist ja doch alles sehr halbgar, die ganze Aufregung, der Kick, alles fehlt. Meine Mutter sagt ja, die anderen freuen sich auch. Hat, glaube ich, ihr Vater oder Opa immer gesagt, die anderen freuen sich auch. So, bis dahin hat das alles prima funktioniert. Und jetzt habe ich eine halbe Stunde gebraucht, um zwei E-Saiten aufzuziehen. Geil. Nächste Seite. Konsequenterweise ist es dann die A-Seite. Das ist eine 42er. Ja, auch 42. Da kann man ja viel drüber erzählen. Ich weiß immer nicht genau, war es jetzt 41 oder 42? Die Antwort ist zwar 42. 42. Nur für den Spaß, aber wie sich sowas dann durchsetzt. Ne? Die meisten Menschen in meinem Alter auf die Frage nach dem Sinn des Lebens die Antwort kennen. Und junge Menschen vielleicht gar nicht. Aber ich tue den jungen Menschen ja auch Unrecht, wenn ich das behaupte, dass sie nichts wüssten. Ja, die haben aber auch wirklich Pech. Jeder, der danach kommt, der irgendwann nachkommt, der hat Pech. So, ist das jetzt die richtige Länge? Geben wir mal so viel Länge. Ich habe keine Lust, alles zehnmal hier drüber zu wickeln. Wie rum drehen wir das? Genau, das dreht sich jetzt nach innen. Oh, halt, Material rächt sich, wenn man nicht vorsichtig damit umgeht. 42 als Antwort auf was? Besser als die meisten Antworten, die man draußen kriegen kann, auf Fragen. Der Sinn des Lebens. Was ein Luxus, sich so eine Frage zu stellen. Dabei die größte Scheiße zu fabrizieren, alles in Klump und Asche zu treten und sich nach dem Sinn des Lebens zu fragen. Was für ein Luxus. So ein Krieg ist auch nicht so schlecht, obwohl ich natürlich keinem wünschen tue. Ne? So. Aber in so einem Krieg oder danach, wenn alles kaputt ist, dann kommt man dann auch schon wieder drauf, sich zu fragen oder einfach zu beantworten, zu wissen, was denn wirklich wichtig ist im Leben. Im Leben nicht. So, da wäre jetzt die B-Seite als nächstes dran. Die hat einen 41 mm Durchmesser. 41, siehst du, da haben wir 41 Synchronicity. Finde ich witzig, dieses mit der Synchronizität, was ich da letztens versucht habe rüberzubringen. War immer Teil auch meiner wahnhaften Welt, ne? Dass ich ständig Synchronizitätsereignisse, Erlebnisse hatte und sie dann, das wurde dann schlimm, auch gesucht habe und nicht gut drauf kam, wenn ich sie nicht fand oder so ähnlich. Also, wenn sich das nochmal jemand anschauen mag,
der Beitrag von dem Film, den ich da reingeschnibbelt habe, wo der junge Mann ins Geschäft kommt und oder es schon ist und bezahlt und dann kostet es 11 Dollar und 11 Cent und draußen auf der Quittung, als er die Quittung überprüft, sieht er, aha, 11.11 Uhr und dann guckt er zurück auf dem Laden, da hängt so eine Digitaluhr, die zählt gerade hoch, 11.11 Uhr und was weiß ich, 55, 56, 57, 58, 59 und dann springt die Uhr auf 11.12 Uhr um und da ist sie wieder. Die 23, meine Lieblingszahl. Die in, oh, was ist das? Habe ich mich verzettelt? In sehr vielen Filmen auch hervorkommt. Aber was bedeutet das, die 23? Was bedeutet es, das 23? Was? Ja, auch das musste damals eine finale Bedeutung haben, auf jeden Fall. Und weil die Nummer nicht so einfach zu finden ist, da war das auch wieder Grund für mich zu verzweifeln und zu hadern und noch mehr Drogen zu konsumieren. Ja, und dann noch schneller meinem nächsten, was war das? Psychiatrieaufenthalt entgegenzueilen. So, das ist manchmal gar nicht so einfach, neue Seiten aufzuziehen. Falsche Ritze. Oh nee. Hallo? Rausgehoben. So, aber das klappt ja jetzt schon alles viel besser und geht alles viel schneller mit ein bisschen Übung. Dann käme jetzt die D-Seite dran, 81 mm. Warum heißt das Lifespan 2.0? Weil alles jetzt 2.0, 3.0, Leben 5.0, wo sind wir bei Leben? Deutschland 6.0, ja. Hatte ich mich ja auch ausgelassen, kann ich jetzt auch nicht mehr gut dokumentieren, weil die UEFA würde auch alles sofort wegzensieren. Wenn man sich zuletzt an Spiele anschaute bei der Europameisterschaft, da sah man dann bisweilen die ein oder andere Mannschaft vor Beginn des Spiels sich niederknien, also Black Lives Matter, und während des Spiels außenrum dann Bandenwerbung, zum Beispiel von Volkswagen, ne? Volkswagen Way to Zero, alles schön in Regenbogenfarben. Ne? Alles Wichtige, haben wir alles abgefackelt. Auf dem Spielfeld Respekt und Black Lives Matter und drumherum LGBT. Ne? Der Manuel Neuer hat ein regenbogenfarbenes Armbändchen um und das Olympiastadion sollte ja eigentlich auch beim Spiel gegen Ungarn in diesen Farben, aber dann hat die UEFA gesagt, keine Bla, darüber streitet man sich. Das ist also wichtig. Aber das, was tatsächlich wichtig ist, nämlich, dass wir die Erde schön kaputt machen, ne, uns nebenbei selber die Lebensgrundlage entziehen, das ist jetzt zweitrangig. Das ist das Einzige, worüber man meiner Meinung nach warum man da aufmerksam machen sollte, das oder das Wichtigste, keine Ahnung, so reicht das jetzt? Na, gut, ich vertrödel mich hier. So, die D-Seite. Ja, also zu dem Thema findet man nichts. So, nee, so rum, ne? Oh, jetzt komm. Tadi, tada, tadi, tada, di, da, da, da. Das muss doch gehen. Du gehst schön da drüber. Schnipp. Und dann ziehe ich dich fest hier. Ich glaube, ich muss ja gleich mal eine Pause machen. Mut zur Lücke. Tadi, tada. Aber das ist ja auch alles eine Frage des Glaubens, ne? Ob man der Wissenschaft jetzt glauben mag, dass wir an dieser Erderwärmungssache maßgeblich beteiligt sind. Ne? Das kann man ja glauben oder nicht, was die Wissenschaft sagt. Ne? Und man kann es auch glauben und trotzdem sagen, naja, Kohle müssen wir noch, Arbeitsplätze, ganz wichtig, die Wirtschaft. Um Gottes Willen, ne? So, sind das genug Windungen hier? Drei Stück, ich hoffe, das reicht.
Oh, das hört sich ja schon sehr vielversprechend an. Ich glaube, ich sollte mir tatsächlich mal ein schöneres Brillengestell zulegen. Also mit meiner Lesebrille sah ich viel, viel Bohem, nee, viel intellektueller, viel besser aus. So. Gut, letzte Seite, die G-Seite mit 64 mm. Und dann hätte ich das tatsächlich mal gemacht. Andersrum. Und wir wollen, ich will jetzt noch nicht, wir wollen, ich will jetzt noch nicht, wir wollen jetzt noch nicht dran denken, dann auch gleich ein Lied zu spielen. Ich wüsste ja noch nicht mal, welches Lied. Ja. Jetzt geht es da rein, genau, und dann ziehe ich das da durch bis ungefähr daher, ne? so, mal bis hierher, cool. Dann nehme ich mir ruckzuck hier das Gerät und dann mache ich in einfädeln hier, zack, 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 wunderbar. Ich sollte einfach der Übung halber nacheinander alle drei Sätze oder nur die fehlenden zwei auch noch mal runter und wieder rauf und dann mit noch mehr erzählen dabei. So, ah, was ist das? Woher windest du dich denn jetzt? So, das hat sich jetzt wieder in die falsche Ritze reingeschoben. Man muss ja mal aufpassen, was man sagt dieser Tage. Ist Ritze jetzt auch schon wieder sexistisch? Oder wird es erst dadurch sexistisch, dass ich jetzt, mich frage, ob es sexistisch ist? Dieses reine Haltungs-Saubermacht-Programm der Deutschen und überhaupt Sprache allgemein wird ja wohl, das wird natürlich zwangsläufig dazu führen, dass wir alle irgendwann uns nur noch mit anreden, besprechen, weil alles andere ist politisch fraglich. Habe ich zufällig die Stimmgabel hier mit Arsch. Zufällig habe ich die auch dabei. Okay. Mal gucken. Ding. Wie weit bin ich da weg? Woher weiß ich denn jetzt, ob ich nah dran bin? Ja, ich glaube, das habe ich gut erwischt. Das muss ja alles stimmen. Thank you.
Oh, die ist schon viel zu hoch. Was ist das? Eine Fliege? Ich mag keine Fliegen. Ich habe meine Klatsche nicht. Fliege sitzt auf der Schere. Geh weg. Ich mag keine Fliegen. Ich sehe nicht, was Fliegen mir hier in meiner Wohnung für einen Zweck bringen. Außer sie zu klatschen. Also, jetzt hau ab. Unglaublich. Setz dich hier auf die Gitarre. Wahnsinn. Willst du mir irgendwas sagen? Manchmal denke ich ja auch, die will mir irgendwas sagen. Jetzt sitzt du da, ich verstehe es nicht ganz. Ich soll die Aufnahme wenden. Hier sind die Seiten, die ich eben weggelegt habe zur Seite. Da ist sie gerade, da. Kann man nicht sehen. Setz dich außerhalb der Kamera. Da und sitzt da immer noch und reibt sich, wäscht sich ihre Füße. Was ist das? Hä? So. Ich sehe dich, hau ab. Ach, du nervst. Auch das habe ich da früher schon mal gemacht und so eine Fliege, ein Insekt oder was auch immer verfolgt und was will es mir sagen? Aha, jetzt sitze ich hier auf diesem Blatt, wo der Text vom radikalen Konstruktivismus drauf gedruckt ist. Da sitzt sie jetzt und guckt gerade sich die letzte Zeile mutmaßlich an. Das ist jetzt im Prinzip abgeschlossen. Die Fliege ist immer noch hier. Sie ist immer noch draußen. Das ich hoffe, das hört man alles schön. Türkentaube und christliches Glockengeläut im Hintergrund. Wunderbar. Ah, gut, dann hängen wir die Gitarre mal an den Nagel, sprichwörtlich.
frage mich, was sie in ihren verschiedenen Nuancen dieses Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu kommuniziert eigentlich. Ist ja egal, wo man ist. Ob man in einem kleinen, auf dem kleinen Spielplatz vom ZI in Mannheim sitzt oder in der Wohnung in Mannheim ist oder hier in Waldorf, immer sagt sie für mich das Gleiche. Hu-Hu-Hu-Hu-Hu-Hu. Frage mich, ob sie das auch in Belgien oder auch in Nigeria tun. Aber in Nigeria gibt es keine, die würden die da essen. So wenig haben die da Tauben jetzt. Well, also, nochmal die Brille abgezogen. Hervorragend improvisierter Beitrag hier mit dem Bild von meinem Samsung-Tablett. Und da wollte ich mir auch übrigens mal vielleicht eine ordentliche, aber da muss ich erst lohnen, sonst kaufe ich nicht noch mehr. Und hier mein Zoom für den guten Sound. Da habe ich noch nicht mal hier den großen Zoom-Bruder angeschaltet. Und die Glocken läuten auch immer für alle gleich. So, das reicht jetzt. Gute Nacht, guten Abend, gute Nacht und das Licht ausgemacht.